Hallihallo, Hallöchen. Und schön, dass ihr wieder am Start seid. Die letzte Folge ging gut aus. Wir haben unser Loot wieder. Ein bisschen was müssen wir liegen lassen. Aber hey, das ist wohl das Geringste. Jetzt auf jeden Fall schnell wieder nach Hause. Die Richtung war's. Jo. Und erstmal in Ruhe unser Loot weggepackt. Mann, 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 das war wirklich aufregend. Da hat es uns das Spiel aber halt auch echt nicht einfach gemacht. Am besten sterben wir jetzt hier an den Grauzwergen noch. Oh Gott, ich sollte keinen Spaß damit machen. Was ist denn nur mit der Ausdauer? Nein! Geh weg! Du auch! Na, raus hier! Naja, ohne nochmal zu sterben, der erste Versuch war halt echt... Hui! Ich dachte wirklich, wir sterben direkt wieder. Aber im zweiten Versuch hat es dann glücklicherweise geklappt. Danke, liebes Spiel, dass du das so ermöglichst, dass man seinen Grabstein Stück für Stück looten kann. Andernfalls wären wir halt wirklich am Arsch gewesen. Ich weiß nicht, was das Lilane da hinten ist, aber ich möchte jetzt auch nicht gucken gehen. Ich laufe ja komplett falsch. Erstmal schön komplett durch den dunklen Wald, warum auch nicht? Gott. Das aber auch gleich immer so viele sein müssen von denen. Ist das hier Kupfer? Tag 30, wir sind schon fast einen Monat hier. Auf der 10. Welt. Eiktür bis jetzt besiegt, den Uralten haben wir uns schon markiert. Der ist dann auch demnächst dran, aber da hätte ich halt schon sehr, sehr gerne zumindest eine Kupferrüstung. Ich weiß halt nicht, ob die Feuersteinaxt immer noch so das Ultimo ist. Oder ob wir nicht langsam mal ein Schwert oder ähnliches uns herstellen können. Sollte ja mit der Schmiede dann wahrscheinlich alles klappen. Weil ich finde, so ein bisschen mehr Schaden könnte so langsam schon sein. Wir gucken mal. Wir haben die Bienenkönigin wieder. Wir haben unser Honig. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Weiß nicht, hatten wir einen Bienenstock? Was haben wir hier? Bernstein, Honig, Bienenkönigin. Hat irgendwie das Gefühl, dass wir den Bienenstock nicht mehr haben. Den hatten wir doch, oder? Bin ich jetzt doof? Wir haben alles gelootet, was drin war. Ach hier. Nee, Grauzwergentrophäe. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Muss ich mir nochmal die alte Folge angucken, aber ich dächte doch, wir haben auch einen Bienenstock bekommen. Das wäre wirklich schade, nach so vielen Folgen. Endlich gefreut, dass wir Imker werden können. Und jetzt wäre es weg, aber ich wüsste auch nicht warum. Also weggeworfen habe ich es ja definitiv nicht. Vielleicht irre ich mich auch und man kann einfach nur die Bienenkönigin reicht nicht. Ich dachte eigentlich, dass wir hier einen Bienenstock drin hatten. Naja, wir werden es sehen. Wenn, dann finden wir bestimmt auch noch einen neuen. Aber eigentlich sollte man ja alles Loot wiederkriegen, wenn man stirbt. Zumindest habe ich es jetzt so gelesen. Hieß nicht, dass wir was verlieren dabei. Außer halt die Fähigkeiten. Wir haben es wieder geschafft. Schöne alte Heimat. Dann gehen wir gleich mal zu den Truhen. Weggepackt habe ich den Bienenstock ja noch nicht, oder? Lass mich mal kurz durchgucken, aber ich wüsste nicht wann, weil das hatten wir alles auf dem Weg bekommen, ne? So, wir packen jetzt die Bienenkönigin einmal weg. Die Trophäen raus. Knochenfragmente haben wir auch ohne Ende. Hier sind die gelben Pilze und Honig. Hier haben wir auch noch Bernstein. Können wir gleich mal rüberpacken. Ich möchte jetzt nicht komplett die Truhen sortieren, aber... Zumindest schon mal so eine kleine Grundordnung schaffen. Wäre nicht verkehrt. Was ist das eigentlich? Das sind... Ach, Münzen. 64 haben wir jetzt. Haben wir woanders noch Münzen gehabt? Nö, hier zumindest nicht. Gut. Dann die Trophäe noch rein.
haben wir zwei Schilder. Doch irgendwas nicht mitgenommen? Aber ich glaube eigentlich nicht. Nun ja, wer weiß. Ich weiß aber zumindest, wo wir den Bienenstock her hatten. Also in welcher Richtung das grob lag, dann können wir den auch notfalls wiederholen. Mein Inventar ist mir aber immer noch ein bisschen zu voll. Hier hat man noch Münzen. So, dann packen wir erstmal das Holz hier rein. Bauzwergenaugen und den ganzen Spaß, den wir jetzt erstmal auf die Schnelle nicht brauchen. Gehen nochmal fix hier rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir die Schmiede jetzt basteln können, beziehungsweise den Kohlenmeiler erstmal. Ich habe es endlich geschafft, den richtig auszusprechen. Wir hatten doch auf jeden Fall schon Rubin. Hier haben wir Rubin. Das und das. Bernstein hatte ich hier drüben drin. Ja, hier war er. So. Brauchen jetzt wahrscheinlich gleich wieder Holz. Aber lasst mich mal kurz schauen. So, Kohlenmeiler. 20 Stein brauchen wir dafür. Hier sieht gar nicht mal so steinig aus. Hier haben wir 36, dann sieht's gut aus. Sehr schön. Dann gibt es jetzt einmal einen Kohlenmeiler. Und auch hierfür müssten wir das wieder wegreißen. Wenn uns das Spiel dann ein bisschen die Möglichkeit gibt zu gucken. Ah, ich glaube, der ist zu groß für hier, ne? Mist. Aber es würde schon besser aussehen. Oder wir machen den erstmal hier daneben und verlängern das später noch. Also wirklich gerade gestellt kriege ich es nicht. Aber den hier drüben haben wir auch nicht so gerade hingekriegt. Dann muss es wohl erstmal so sein. Ja, ist erstmal okay. So, hier können wir jetzt Kohle reinwerfen. Aber wie funktioniert's? Ugin, komm vorbei, gib mir Hilfe. Ach jetzt. Ah, wir müssen ins Loch gucken. Dann hauen wir hier mal die zwei Holz rein und gucken mal, wie viel Kohle dabei rumkommt. Und dann müssen wir jetzt mal noch schauen wegen der Schmiede. Ach, Bienenstock, alles klar. Holz und Bienenkönigin. Wir hatten das als Rezept gelernt und nicht als Item. Also doch alles gut. Schmelzofen. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal im Schmelzofen mit Kohle unsere Erze schmelzen. Und dann sollte, glaube ich, die Schmiede als Rezept kommen. Habe ich da mein ganzes Essen hingeworfen? Pfeile mal hier rüber, dann brauchen wir keine zwei Schilder, das ist Quatsch. Schild hier rein. Ich glaube, gelbe Pilze können wir uns noch nehmen. So, dann haben wir das und die Erze wollte ich noch mitnehmen. Es geht voran. Loot wieder da, Schmiede ist bald am Start. Kohlenmeiler. Oh, der wirft das einfach davor. So, zwei Kohle aus zwei Holz. Ja, na gut. Wo hatte ich denn den ganzen Holzstapel hier hingeworfen? Hier ist er. Ach komm, wie viel denn? 316. Die Erze sind halt sehr schwer. Wir brauchen da unbedingt den Karren. Erfunden von der Annegret Kramp-Karrenbauer. Damit wir hier ein bisschen mehr transportieren können. So, das Ding. Wo müssen wir hier hingucken? Ach, das war das Geräusch, wenn Kohle fertig ist. Ah, jetzt hab ich den falsch rumgebaut. Eigentlich nicht, aber na gut. So, wir packen hier Kohle rein. Hinzufügen Kohle und dann wahrscheinlich hier auf der anderen Seite. Ah, alles klar. Jetzt haben wir jetzt Kupfererz. Naja, hau alles rein, was ist? Jo. Und Zinnerz haben wir auch hinzugefügt. Wir können ja alles schmelzen. Ich wüsste jetzt nicht, wozu wir Roherze brauchen. Mal schauen, wie lange der Spaß dauert. Wäre cool, wenn man es verbinden könnte, wenn der automatisch Kohle hier rüber liefert, aber... wird wohl nicht machbar sein. Und du wirfst uns jetzt Kupfer raus.
Und wir haben neues Bauobjekt Schmiede. Sehr, sehr geil. Jetzt gucken, was der Spaß noch kostet. Wo ist sie? Kohlenmeiler Schmiede. 6 Kupfer, 4 Kohle. Den Rest haben wir einstecken. Kohle kriegen wir ja gerade genug. Ob das Kupfer reicht, weiß ich nicht. Können wir gucken, was hier drin ist? Nö. Können wir nicht. Dann haben wir 3 Kohle. Dann macht er nochmal 1 Kupfer aus einem Erz. Okay. Na, wir lassen die mal machen hier. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit nebendran stehen. Ich würde die Zeit vielleicht mal lieber nutzen, um den Eingang hier ein bisschen zu verschönern. Jetzt haben wir natürlich alles Holz weggeworfen, ne? Ne, wir haben noch. Dann lasst mich mal überlegen. Wenn wir erstmal hier mit 26 Grad Eisen machen. Nochmal 26 Grad und einmal 45. Will ich es steiler haben oder ist es okay? Ich glaube, wir müssen es uns einfach mal anschauen. So und so. Na, dann ist es halt auch wieder so hässlich gerade. Gefällt mir eigentlich nicht. Nehmen nochmal die 26 Grad Variante. So. Und dann auch nochmal. Ich glaube, wir müssen das erst andersrum dran bauen. So. Und dann können wir das Ding hier reinsetzen, genau. Nochmal so. Nochmal so. Und einmal so. Gute Frage. Ob das jetzt wirklich so sehr viel schöner wird. Aber prinzipiell finde ich es schon mal besser als ohne. Ja, das ist okay. Gewinnt jetzt vielleicht keinen Preis, aber wir brauchen keine Anerkennung. Wir schaffen das auch so. Dann lass mich mal hier drüben drauf. Dann müssten wir es einmal hier dran packen. Einmal. Ah, jetzt haben wir kein Holz mehr. Nicht runterspringen. Und einmal hier drauf. Ah, wann passt es? Jetzt passt es, ne? Ja. Sollte ja alles von der Statik her in Ordnung sein. Zack und zack. Ja, wertet es schon ein bisschen auf zumindest. Sieht etwas dreidimensionaler aus. Ist okay. Wo ist es denn? Ich such's immer wieder. Jetzt haben wir's. Kriegen wir das hier unten dran gepackt? Passt das? Sieht gut aus. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Und dann nochmal eben das Ding. Und dann haben wir doch schon mal den etwas hübscheren Eingang. Sieht auch mit den Fackeln ganz cool aus. Vielleicht packen wir da noch eine Werkbank oder so rein. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Könnt ihr jetzt nochmal schauen? Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr unten dran gepackt. Ah, so sieht doof aus. Wir müssen, glaube ich, erstmal mit so einem halben Stamm anfangen. So. Und den dann halt wirklich unten dran, aber der hängt in der Luft, ne? Fällt mir eigentlich nicht so. Nee, sieht doof aus. Lass mal erstmal weg. Passt leider nicht ganz. Gib mir mein Holz wieder. Und dann können wir jetzt auch mal die Treppe hier entfernen. Und dann ist der Eingang zumindest schon mal ein Stück weit schöner. Kann man so machen. Lasst uns mal schauen, was unsere Geräte, Fabriken hier Schönes produziert haben. Hier ist die Kohle leer, oder was? Melzofen hat noch 9 von 10, aber eine Kohle. Auch der Brotdings eine Kohle. Wäre natürlich schon ganz schön viel.
2 Erzhammer oder 2 Kupfer und wir brauchten 6 Stück. Für die Schmiede, genau. Mist, jetzt haben wir uns die Zeit hier verdrödelt, das Ding da drüben hübscher zu machen. Und es hat gar nichts produziert, weil nicht genügend Kohle da war. Doof gelaufen, aber naja. Wird die eine Fackel vielleicht bloß mal noch ein bisschen mittiger stellen, dass die Symmetrie hier wieder hinhaut. Wir brauchen Harz. Wo haben wir denn Harz? Hier haben wir Harz. Ja, es sieht jetzt natürlich ein bisschen... Wir haben halt hier 2 von denen oder 3 von denen 45 Grad und dann bloß 2 davon. Jetzt haben wir es hier halt anders gemacht. Dadurch passt es nicht hundertprozentig mit dem dahinter überein. Die Frage, ob mich das jetzt so dolle stört oder ob das auch einen gewissen Look erzeugt, der gar nicht so verkehrt ist. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal so. Vielleicht baue ich das später nochmal um. Einfach bloß mal zum Angucken, was schöner ist. Ist das jetzt mittiger? Kann man so lassen. Schön. Können wir das mal mit den Schildern ausprobieren? Das hatte ich so oder so schon lange mal vor. Die Sache ist, ich werde hier eh noch eine Etage drüber ziehen. Also idealerweise einfach mit so einem kleinen Holzboden. Weil die Frage, wie platzsparend wir das machen. Kriegen wir so die Kisten noch auf? Uns halt hier eine Etage drüber ziehen. Und dann die nächste Kiste oben drauf. Setze erstmal kurz hier hin, aber das müsste eigentlich funktionieren, ne? Warum sieht die anders aus als die andere? Hier unten haben alle Henkel. Die nicht. Falsch rum. Ist die falsch rum? Ja, die ist falsch rum. Okay. Dann eben so. Ein Stück weiter hinter hätte ich sie gern. Komm, nimm das Holz. So. Vielleicht so in die Richtung. Na, dann können wir uns hier halt wirklich schön übereinander bauen. Und wir kommen auch an beide Kisten noch ran. Funktioniert also eigentlich ganz gut. Huch, aber wir haben kein Holz mehr. Können wir mal gucken, dass wir dann zwischendurch vielleicht noch so Trennwände ziehen. Und dann würde ich halt hier ein Schild drüber machen. Dass wir dann jeweils auch wirklich wissen, was in den Truhen drin ist und nicht jedes Mal alle durchgucken. Weil merken tue ich mir das definitiv nicht. So, gib mir Kupfer. Haben wir jetzt 6 Stück? 7 Stück sogar. Ich glaube, wir haben endlich eine Schmiede. Was fehlt jetzt noch? Holz, ne? Ja. Wir haben schon den Holzvorrat ganz schön gut aufgebraucht, wenn ich überlege, dass das hier mal 20 oder 21 so eine Stapel waren. Stimmt mich der Anblick davon schon wieder sehr traurig. So, jetzt aber. Schmiede, Schmiede. Ich habe doch gerade Holz eingesammelt. Hä? Hab ich es nicht aufgenommen, weil es zu viel war? Du trägst zu viel. Ja, dann nimm halt nicht alles Holz auf. Mist. Falsche Taste. So. Jetzt aber, zum dritten Mal. Schmiede. Wuhu, wir haben's. Und die ist ja klein. Wenn wir die hier dazwischen packen, eigentlich passt es am besten hier hin, ne? Machen wir halt wirklich unseren Stand mit unseren Feuerstätten woanders hin. Wir verlängern das Teil noch ein bisschen. Und packen die Schmiede einmal hier rein. Und da haben wir es. Kupfermesser, Wandleuchter. Das war's schon. Hab mich drauf vorbereitet, gerade 2 Minuten lang durchgehend Rezepte vorzulesen, aber... Nö, ist nicht. Aber hey, wir haben es endlich geschafft. Handwerkstation benötigt ein Dach. Ach komm. Verarsch mich doch nicht. Gut, wir bauen es nicht hier hin. Ist zwar ein Dach drüber, aber das reicht dem Spiel nicht. Dann vielleicht doch lieber hier rein. Das einfach hier so hinpacken. Dass wir die Fackeln doch wegnehmen oder ob wir es hier reinpacken. Vielleicht packen wir es erstmal hier hin. So, jetzt haben wir es. Aktuell nur ein Kupfermesser. Da
Da kommt aber auch noch zeitnah andere Sachen dazu. Wenn wir dann noch weitere Sachen gecraftet haben. Cool. Ich freue mich sehr, wir haben es endlich geschafft. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr zur nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.